Leute, ich kann es kaum glauben. Das hier ist die erste Account-Vorstellung in der neuen Season von einem Zuschauer von mir. Denn er hat mir gesagt, er hat einen Skin und richtig viele Emotes, die ich zu 100% nicht habe. Und das kann doch auch irgendwie gar nicht sein, Leute. Aber ich lasse mich vom Gegenteil überzeugen und wir schauen uns diesen Account von einem Zuschauer heute mal genauer an. Leute, lasst auf ihren Like da und ein Abo, wenn ich auch mal euren Fortnite-Account bewerten soll und auf YouTube drauf reagieren soll. Und vergesst nicht, euren Epic Games Namen zu kommentieren, natürlich. Und was mir hier direkt aufgefallen ist, Leute, die neue Season ist erst seit ein paar Tagen draußen und zieht euch mal sein Level rein. Er ist einfach Level 103. Digga, könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wie er so schnell gelevelt hat? Weil ich bin erst Level 14 oder sowas. Digga, er ist schon Level 100. WTF. Okay, hat natürlich hier den No-Skin ausgerüstet. Insgesamt 2200 V-Bucks. Und wir checken das Ganze jetzt mal genauer ab, Leute. Wir gehen auf die Karriere und sehen ein Kontolevel von 3491. Digga, wie krass wird das heute hier, Leute? Alter, was geht hier ab? Wir gehen mal abchecken, wie viele epische Siege er insgesamt gemacht hat. In Solo hat er 20 epische Siege. In Duo 74 Siege. Und in Teams 166. Also eher ein Teamspieler. Aber jetzt nicht überraschenderweise viele epische Siege. Digga, wie hat er so schnell gelevelt, Alter? Ich check das gerade wirklich nicht. Oder ich bin einfach lost, Leute. Vielleicht bin ich auch einfach lost. Jetzt will ich aber mal sehen, ob er einen OG-Account hat oder nicht. Er hat ein Kontolevel von über 3000. Deswegen bin ich mega hyped. Und er hat ja gesagt, er hat Skins und Emotes, die ich nicht habe. Und da will ich echt auch mal sehen, was er damit gemeint hat. Wir klicken mal auf die Banner. Sehen hier, dass er hier das Standplay-Banner ausgerüstet hat. Okay, habe ich auch noch nie gesehen bei einem Account von einem Zuschauer. Ich selber habe diesen Banner nicht. Keine Ahnung, wie man den damals bekommen hat, Leute. Wir gucken mal weiter, ob hier vielleicht der OG Battlebus-Banner drauf ist. Oder der World Cup-Banner. Aber ich denke mal nicht, sonst hätte er das ja wahrscheinlich ausgerüstet. Aber vielleicht kann es auch sein, dass er mich nicht spoilern möchte. Und nein, keins von beidem ist drauf, außer dieser exklusive YouTuber-Banner hier. Okay, wir sind jetzt auch schon bei den Musikschallplatten angekommen. Hier sehe ich nichts Besonderes direkt. Insgesamt 102 Stück. Okay, über 100 Musikschallplatten. Ist der OG Remix drauf oder original klassisch? Nein. Nein, Bro. Nein, okay, die sind nicht drauf. Ich sehe hier aber Kreis der Sieger. Das ist ja die World Cup Musikschallplatte aus Season 9. Okay, nichts Besonderes hier am Start. Wurde ich ein bisschen enttäuscht. Aber jetzt gehen wir mal direkt zu den Ladebildschirmen. Insgesamt 299 Ladebildschirme. Ist schon mega viel. Einer fehlt ihm noch zu den 300. Hat er in Season 3 schon gezockt? Nein, mal gucken, in welcher Season er als erstes aktiv gezockt hat. Da bin ich jetzt mal mega gehypt, Leute. Bis jetzt noch nichts gesehen. Season 8 war die erste Season, wo er einen Ladebildschirm freigeschaltet hat. Okay, aus Season 8. Ich glaube, das ist die Piraten-Season. Deswegen auch hier dieses Kraken-Ladebildschirm. Okay, nicht schlecht. Wird auch direkt ausgerüstet. Und jetzt kommen wir auch schon zu den Lackierungen. Und hier sehe ich direkt über meiner Facecam, Leute, die Goosebumps-Lackierung. Okay, das ist sehr, sehr wild, Leute. Ihr wisst, vom Travis Scott Set. Und Magma-Lackierung ist hier leider nicht vorhanden. Ist aber nicht so schlimm, weil er ja die Goosebumps-Lackierung hat. Und die sieht mega, mega krass aus. Leute, die hätte ich auch so gerne. Die habe ich leider nicht. Und die wird wahrscheinlich genauso wie der Travis Scott Skin nie wieder zurück in den Itemshop kommen. No way, Mann. Insgesamt 228 Lackierungen. Das ist halt echt krass. Okay, die Lackierungen, da hat er einen rausgehauen. Holy moly Macaroni. Jetzt sind wir bei den Kondensstreifen. Da wisst ihr, die OG-Kondensstreifen sind OG-Flammen und der ganze andere Rest aus Season 3. Insgesamt sind hier 90 Kondensstreifen, Season 3 leider nichts am Start. Keine OG-Kondensstreifen. Ja, Bro, was hast du denn dann, was ich nicht haben kann? Digga, du hast ja hier nicht mal die Battle-Pässe oder was? Oder täusche ich mich hier gerade? Season 8, wie gesagt, die Piraten-Season war die erste Season, wo er hier irgendwas freigeschaltet hat. Komisch.
Bro, das ist richtig, richtig komisch. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier wirklich nicht, Leute. Ich würde mal sagen, jetzt checken wir die Emotes ab. Dann kommen die Gleiter, die Spitzhacken und die Skins. Wir klicken auf die Emotes. Und jetzt gucken wir mal, wie viele Emotes hat er insgesamt. 230 Emotes. 230 Tänze insgesamt. Es gibt, glaube ich, knapp über 600 Emotes insgesamt. Das heißt, er hat knapp die Hälfte. Kann man so sagen. Ja, kann man so sagen. Bei den Emotes will ich jetzt natürlich nicht hier irgendwie alle durchgehen, Leute. Weil das würde hier Ewigkeiten dauern. Wir checken jetzt einfach mal ab, ob hier irgendwas krasses, auffälliges direkt drauf ist. Oder wir gucken auch mal, Digga. Nein, Digga. Er hat halt logischerweise den kompletten Battle Pass durch. Und natürlich habe ich diesen Emote noch nicht, weil ich noch nicht Level 100 bin. No way. Das kann nicht wahr sein. Er hat mich komplett hops genommen, Leute. Digga, und er hat diesen Emote hier. Ey, das ist einer der schönsten Emotes und den habe ich leider nicht. Keine Ahnung, ob der mal wieder zurückkommt. Der ist einfach so schön, Leute. No way. Einer der schönsten Emotes. Und auch der hier, den habe ich auch leider nicht, Digga. Kommen die irgendwann mal wieder in den Itemshop? Ich hoffe doch, Leute. Holy moly. Wir klicken mal jetzt direkt auf die Favoriten. Sehen hier Octane Junior. Leider nicht mehr OG. Hier sind noch weitere Tänze Favoriten. Aber bis jetzt nichts OG-mäßiges. Natürlich haben wir hier den Zisch-Emote, Überschwang und den Sauber-Emote. Waren alles OG-Emotes. Aber hier haben wir den Pokalknutscher aus Season 9. Der hier wird OG bleiben, da er nie wieder zurückkommen kann. Ist ein World Cup-Emote. Und dann hat er hier noch den Haystan Spray. Oder das Haystan Spray. Haystan Emoticon. Iolek Emoticon und auch das Iolek Spray. Habe ich auch alles nicht. Keine Ahnung, wie man die damals bekommen hat, ob die irgendwie wieder zurückkommen können. Kein Plan. Okay, er hat einen krassen OG-Emote. Ich will aber trotzdem jetzt nochmal abchecken, ob er vielleicht Bel Air oder sowas hat. Tanzschritte, Season 2. Einfach keinen einzigen Emote, Leute. Season 2. Nichts. Kein Battle Pass und Season 3 genauso. Digga, nein. Das kann nicht wahr sein. Hat er vielleicht aus Season 8, weil er da aktiv gezockt hat, diesen Tentakel-Überraschungs-Emote? Nein, hat er auch nicht. Er hat... Hä? Hä? Ich bin komplett verwirrt, Leute. Aber sowas von... Holy moly. Das Krasse ist halt, Leute, wenn man das Ganze jetzt hier so anschaut, er hat mich nicht angelogen. Ich habe diesen Emote nicht, weil ich den Battle Pass noch nicht durch habe. Ich habe auch diese zwei Emotes hier nicht. Diese Emoticons habe ich auch nicht. Holy moly, Digga. Er hat mich hops genommen. Wir gehen mal direkt zu den Gleitern und checken mal ab, hat er in dieser Season schon einen epischen geholt? Da bekommt man ja so einen Bananen-Regenschirm-Siegeshänge-Gleiter-Dingens. Den habe ich schon. Schreibt mal in die Kommentare, habt ihr schon den epischen Sieg geholt und den Gleiter freigeschaltet? Er nämlich nicht, Leute. Er hat aber hier den Truppsegelgleiter. Okay. Vom Wildcat-Skin. Ist hier noch irgendwas Krasses drauf? Sehe ich jetzt hier auf die Schnelle nicht. Ganz viele Marvel-Gleiter. Ikonen-Gleiter sind hier drauf. Mal gucken, was hier favorisiert ist. Insgesamt 183 Gleiter, Leute. Favorisiert sind die hier und no way! Er hat hier noch den Himmelssegel. Ist auch ein exklusiv Intel-Gleiter. Und dann hat ja Mr. Beast seinen eigenen Hängegleiter. Diesen Lamborghini hier. Den konnte man ja im Itemshop kaufen. Aber er hat noch den Beast-Schirm. Auch vom Mr. Beast-Set. Und das konnte man nur freischalten, als man im Mr. Beast Event irgendwie was gewonnen hat. Und das habe ich leider nicht. Dann würde ich sagen, ist das das Seltenste, was er hier drauf hat. Bei den Spitzhacken haben wir insgesamt 330 Stück, Leute. Mal gucken, hier sind wahrscheinlich auch nur diese ganzen Exklusivspitzhacken drauf. Ein paar Schwitzer-Spitzhacken, wie hier zum Beispiel der Sternenstab. Okay. Wir gehen hier mal durch. Ich sehe ja bestimmt hier irgendwas auf die Schnelle. Sonst sortieren wir das Ganze einfach mal nach Season. Okay, vom Wildcat-Skin auch hier die Elektrosense. Muss aber nicht sein, dass er den Wildcat-Skin besitzt. Oh, no way. Er hat Diamond Jack vom Travis Scott-Set. Das ist krank. Genauso wie Octane-Schläger. Okay. Catwoman's Greifskralle ist auch drauf. Favorisiert sind hier 21 Stück und auch alle, die ich erwähnt habe, sind hier drauf, Leute. Ich würde sagen, Diamond Jack ist hier die seltenste Spitzhacke. Ohne Widerrede. Ja, safe. Und die wird auch direkt ausgerüstet. Jetzt kommen wir auch schon zu den Skins. Wir sehen hier einige Pakete. Die Eisreihe sehen wir hier am Start. Die Ziege. Er hat... No way. Er hat
beide Skins aus dem Travis Scott Set. Astro Jack und Travis Scott. Dann haben wir hier noch den Psycho Bandit. No way. Sehr, sehr viele Marvel Skins. Ganz viele Pakete hier noch am Start. Okay. Battle Pass Skin aus dieser Season. Den hat ja wahrscheinlich jeder von euch. Aber Optimus Prime. Den hat, denke ich, noch keiner von euch. Und ich selber auch nicht. Digga, wie aktiv muss er gezockt haben? Agent Charlie, leider nicht in OG-Variante, also in der Gold-Variante. Brandungsbandit, Intel-Exklusivskin. Ghoul Trooperin, nicht OG, aber das hätte ich auch nicht erwartet. Er hat ja nicht mal den Season 2 oder Season 3 Battle Pass hier am Start. Okay, was gibt's hier noch? Skull Trooper, auch nicht OG. Und sind hier irgendwelche anderen OG-Skins? Also wir haben hier auf jeden Fall die Wolkenpilotin drauf. Cybersoldat, den Apfelskin. Okay, PlayStation-Spieler also, vermute ich mal. Ist hier noch irgendwas Krasses drauf, Leute? Jonesy, sehr, sehr cooler Skin. World Cup-Kämpferin, passend zum Pokalknutscher aus der Season 9. Aus der Season 9 zum World Cup. Favorisiert sind hier auch die Skins, die ich gerade erwähnt habe. Und der Optimus Prime ist halt schon krass, aber er hat halt auch den Travis Scott, Leute. Dürft ihr nicht vergessen, insgesamt 366 Skins und Travis Scott ist drauf, Optimus Prime ist drauf. Gönnt euch einfach mal diesen krassen Skin hier, Leute. Der ist halt wirklich, wirklich wild. Zieht euch das mal rein, wie krass der aussieht, Leute. Ich würde sagen, ist eine 9 von 10 oder ich würde sogar sagen eine 10 von 10, Leute. Was will man mehr? Leute, lasst auf ihren Like da und ein Abo. Kuss geht raus, euer Flakes. Ciao.